So, willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Dufter Typ am Start mit der netten Aloy, die ein bisschen zu pummelig im Gesicht ist für meinen Geschmack. Aber egal. Oh, Kisten, Kisten, Kisten. Kisten sind zum Klauen da. Tadlalala. Geil. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal rein. Und ich bin echt gespannt, was da drin auf uns warten wird. Weil das ist definitiv keine kleine Holzhütte mehr. Das ist höchst modern für steinzeitmäßige Verhältnisse. Naja, eigentlich doch schon eher frühe Eisenzeit. Ich würde mal behaupten, das ist so die postapokalyptische Antike. Hi. Was geht denn hier falsch? Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha, ich fürchte, dass Eren, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz. Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Okay, auch wenn das für uns eilig ist, weil es geht ja nicht um einen Mord, sondern es geht mittlerweile um ein Dutzend Morde. Es geht erstmal um deine Schwester. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ja, wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Herzantworten, ich habe auch jemanden verloren. Es wird leichter. Nein, wir kennen das. Ich habe voll an Rost. Ich habe gar nicht mehr an Rost gedacht. Ich habe schon fast seinen Namen vergessen. What the fuck? Ich habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ja, der eigentliche Grund. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Das ist korrekt. Wir wissen das nämlich auch noch nicht. Aber es hat mit Olen zu tun. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo.
Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Das ist schön. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Es ist eine echt doofe Situation. Vor allem, wir sind in einer fremden Stadt und wir verlangen jetzt von... So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Ja, gut. Das muss der Turm sein, Mädchen. Er ist riesig. Sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Ja, wie gesagt, Olin ist zwar ein... Also wir sind eine Fremde in dieser Stadt. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Und wir hören es halt eben. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet. Und ihr Tod, ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Und geben sich keine Mühe, damit sich anzupassen. Ja, check. Auf jeden Fall ist es eine unangenehme Sache, wenn man als einzige Nora oder überhaupt als einziger in ein anderes Land kommt und sagt, ich bin eigentlich hier, um einen Terror zu schieben, weil einer deiner besten Freunde ist okay. Voll der Verräter. Wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Das ist ein echt großes Stück. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Jim. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Schwere Abdeckung. Meisterhaft gearbeitet und verstärkt. Was haben wir hier? Achso. Luke. Schwere Abdeckung. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Okay. Wir schauen uns aber noch ein Stückchen weiter um. Hier ist eine Tür, durch die können wir nicht durch. So viel zum Thema, wir können uns hier überall umgucken. Hahaha. Ganz witzig. Leider fehlt da ein bisschen was. Wir gehen mal eine Etage höher. Vielleicht finden wir da einen Fahrstuhl oder so. Das wäre ja auch was Interessantes. Lass gut sein, Mädchen. Verschwendest deine Zeit. Ich glaube nicht dran, dass ich meine Zeit verschwende. Zumal hier Feuer brennt. Was ja wohl eindeutig bedeutet, dass er noch nicht so lange entfernt, also weg sein kann. Familienporträt. Gewebter Stoff mit Ocker. Okay. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Oh, die Musik, ne? Herrlich. Ne, da kommt man wirklich nicht durch. Aber hier können wir hoch. Mal gucken, was wir hier so an Waren finden. Oh. Da drüben sind Menschen. Uturu-Pilgerin. Was haben wir denn hier? Ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Barren. Ein Fahrstuhl ist es nicht, aber es kommt der Sache nah dran. Hehe. Sieht groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Thank you.
Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ja. So viel zum Thema. Kann man sich hier abseilen? Kann ich hier runterspringen? Okay, wir gehen lieber den normalen Weg. Nicht, dass wir uns alle Knochen brechen oder so. Eine sehr interessante Art und Weise, wie sie Leitern runtersteigt. Unglaublich angenehm. So. Wo war denn das? Hier. Ach Mensch, na sieh mal an. Boah, warum verfärbt sich jetzt hier alles rot? Ein unglaublich dunkles Gewölbe. Siehst du nicht nach, was da unten ist? Doch, klar. Moment. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Gut. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Ich habe ganz vergessen, wie der Junge aussah. Was haben wir denn hier Schönes? Schauen wir doch mal. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Na, sehr toll. Was haben wir hier? Eine Karte. Ich frage jetzt aber, wo diese Karte... Gucken wir uns an. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Okay, wo ist denn jetzt eigentlich Meridian? Ah, ich hab's. Alles klar. Meridian ist der Viereck. Also der Viereck links. Der Viereck rechts ist... Würde ich mal sagen... Das können wir uns hier mal angucken. Zack. Hier haben wir nämlich diesen Steilpass. Hier haben wir Mutterwacht. Das passt ziemlich gut. Das ist eine unglaublich detaillierte Karte. Ja, das passt sehr gut mit Meridian hier unten. Mit dem Viereck. Akkurate Wiedererkennungsgabe und so. Oh, ein Tagebuch. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Wir haben das Tagebuch. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Schriften, viele Personen. Zweidimensionale Darstellung, eingeritzte Richtungsangaben, Umsetzung geografischer Daten. Yo. Ziemlich primitiv, aber funktioniert halt, ne? Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Er war mir bisher immer sehr gut Freund, deswegen bin ich ihm jetzt auch mal offen. Der Fokus, er... zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Jo.
Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus, nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das ist ein Deal. Eigentlich hätte ich diesen Deal von vornherein schon angesagt, weil, ne, unser Freund hier war die ganze Zeit echt Freund. Und das hatten wir ja im Laufe des gesamten Spiels weniger, es sei denn, wir hatten mit Ross zu tun. 1026 Schritte. Ich würde mich ganz gern noch ein bisschen hier in Meridian umschauen, weil das ist mal echt ein Gebiet, welches so aus der Norm raustapst. Anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein... Reden wir mit dem hier. Oh, der verkauft Schatzkisten. Helle Ausbeuter... Kiste? Ist ja mal interessant. Aber das ist... mir ehrlich gesagt viel zu random. Nee, das lassen wir. Aber... ha. Wo ich gerade Modifikationen gesehen habe. Wir könnten ja mal kurz Waffen modifizieren. Weil wir ja eh gerade diesen Bogen hier bebasteln. So, nochmal Schaden plus und nochmal Schaden plus, würde ich sagen. Dann haben wir auch wieder zwei Modifikationsplätze frei. Ja, jetzt ist er auch definitiv um einiges besser als unser Karja-Jägerbogen. Oh, meine armen Füße. So. Meine Güte, es ist ja echt unsagbar hübsch hier. Hat so ein bisschen mittelalterlich-orientalischen Touch. Oh, und es gibt hier Quests. Ganz viele davon, fällt mir gerade erst auf. Geil. Die nehmen wir definitiv an. Mehr Erfahrungspunkte. So, ah, da ist jemand. Kräftige Abenteurer! Jupp. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ein bisschen. Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Das klingt nochmal super. Erzähl mir ein bisschen mehr, das klingt interessant. Freundliche Maschinen? Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch können, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Das ist wahr. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte...
Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Okay. Bist du nur überhaupt ein Händler? Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut. Eher ein Opportunist. Kind. Mädchen. Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten. Und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut. Ich bin eher ein Spieler. Na gut. Wenn ich dem Gerücht nachgehe. Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Check. Da sage ich nicht nein. So, der nächste ist hier drüben. Das große Tor ist verschlossen. Aber vielleicht hier? Nö. Mal gucken. Einmal kurz die Karte anschauen. Ah, man kommt hier doch in das Haus rein. Muss man nur hier lang. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Ja, aber nicht jetzt. Außerdem hattest du mich schon angeheuert. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten 3 Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drossel. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Super. Das ist doch mal was. Wir sind hier endlich in der Jägerloge angekommen. Dann. Der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Das ist super. Edikt? Ja gut, das kennen wir schon. Es darf ja jetzt jeder rein und raus, wenn möchte. Das ist nicht cool. König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Wir sind sowohl Frau als auch Fremd. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Das klingt gut. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen 3 Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem.
Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Das ist cool irgendwie. Aber auch eine unglaublich anstrengende Quest. By the way, mir ist nämlich auch aufgefallen, dass das tatsächlich eine Quest war. Das Feld der Gefallenen, die Stadt der Sonne. Böp. Genau. Jagen für die Loge. Weil da sind wir nämlich gerade. Würde ich behaupten. Ja, da sind wir. Schaut mal. Was haben wir denn da Schönes? Bericht über Rutschlund 1. Eine Pergamentrolle mit Glyphen in Maschinentinte. Können wir uns angucken. Warum eigentlich auch nicht? Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Notizbuch. Da. Hologramm-Datenpunkte. Das hatten wir schon. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht. Ah, okay. Klar, genau. Das hatten wir wirklich schon. Da, hier. Datenpunkte, Maschinen. Datenpunkte, Produktionsaufsicht, bla 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 bla. Langweilig. Gescannte Glyphen. Das klingt schon interessant. Der Bericht über Rutschlund, aufgezeichnet durch den wissbegierigen Jandini-Man, ansässiger Historiker der Jägerloge. Ist weiterhin unbekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Dichtungen werden. Wenn sie jetzt Erinnerungen verblassen, bla 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 bla. Nein. Nichts für mich. Jägerloge halt. Hallo, Aziz. Du Adler, Greif, Habicht, Tänzer. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Ja. Natürlich nicht. Was? Aber genau das machst du. Jetzt gerade verpestest die Loge, belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum bürgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Mit dir ramme ich ein Messer in die Brust. Du kleiner Dreckiger. Das sage ich jetzt nicht, weil sonst müsste ich das rausschneiden. So, wo ist denn die Gute? Ah, du bist es. Bist du Talana? Aziz sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Was? Heute? Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Er zermalmt Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Gut. Aziz, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung. Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Aziz.
So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Na, wie freundlich. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Wann musst du ihre Sprache sprechen? Er legt 3 Sägezähne, 2 Verwüster, 1 Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Moment. Ich würde fast behaupten... Ach, super. Ich muss zu den Gebieten, die dort stehen. Aber passt schon. Läuft. Ist ja gar nicht so viel. 3 Sägezähne. Langweilig. 2 davon lasse ich einfach gegeneinander antreten. 2 Verwüster? Kenne ich Verwüster überhaupt? Und Pirscher? Kenne ich Pirscher? Ich weiß es gar nicht. Ich schaue nochmal schnell nach und dann beende ich diese Folge hier. Notizbuch. Maschinen. Wächter. Läufer. Graser. Plünderer. Rotaugenwächter. Breitkopf. Langhorn. Fragezeichen. Trampler. Sägezahn. Panzerwanderer. Feuerbrüllmücken. Eisbrüllmücken. Langhals. Schnappmaul. Verderber. Pirscher. Okay. Oh nö. Pirscher? Alles klar. Kenne ich. Habe ich schon gegen gekämpft. Sind dreckig, die Viecher. Macht aber Spaß, gegen die zu kämpfen. Unglaublich flink, unsichtbar. Total cool. Gefällt mir. Mit so etwas. Boah. Aber so eine Jagd werde ich definitiv... Für so eine Jagd werde ich definitiv anderen Kram brauchen. Ich werde mal hier herstellen. Tragekapazität. Und zwar Stolperfallenmunition. Mal eben erhöhen. Und... Ah, schade. Upgrade kann ich noch nicht. Ich dachte nämlich gerade, was jetzt ziemlich praktisch wäre, das wäre hier Munitionsbauer. Stell derselbe Rohstoffmenge mehr Munition her. Das wäre nämlich auch unglaublich praktisch. Aber da kommen wir noch hin. Wir sind ja bei Stufe 21. Hui, rollen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, sogar richtig guter Weg. Ach komm, in der Folge nehmen wir nochmal schnell die Sidequests an. Rollen. Naja, komm, als Fremde kann man sich ja nun mal benehmen wie der letzte Sack. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Oh. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Oh. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Oh. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen verstorbene Ehre. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Puh. Wollen wir uns den Dialog anhören? Nachkommt. Wir sind schon dabei, die ganze Zeit alles zu zeigen, ja? Dann wollen wir auch alles machen. Hindernisse. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel. An einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht graue Habichte an. Also 2 Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Das klingt ja alles sehr freundlich. Was für Rituale? Rituale und Gebete bringen niemanden zurück.
Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Super. Gibt's neue Sonnenpriester? Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern. Wolltest aber einer werden? Ich hab immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. Schön. Und wieder ein Haufen Quests. So, wo ist denn die nächste? Hallo? Ich wollte die Map haben. Geht doch. So, die nächste ist den Weg entlang und an der Kreuzung nach links. Das klingt einfach, das machen wir. Kiste. Rolled. Geil. Wir lassen hier sein Geld offen liegen. Oh, noch mehr. Roll. Mehr Geld. Ich hoffe, dass die Kisten sich auch wieder befüllen. So. Roll again. So, da sehen wir auch die Quest. Die rollt immer näher. Hi. Mit dem zweiten Gesicht. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Jo, check. Die... Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Okay, welches Schwert? Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Okay. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Gut. Ich werde sehen, Suche was ich läuft. Für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens... Ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Das ist cool. Das ist nett. Damit haben wir noch mehr Quests. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ein Cut. Bis zur nächsten Folge. Let's play Horizon. Moment, ich habe jetzt irgendwie... Ja, ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen was erstellen. Oh, ich kann jetzt 8 davon tragen. Geil. Sweet. Gut, dementsprechend bis zur nächsten Folge Let's Play Horizon. Ciao, ciao.